Nun geht's weiter mit dem Part 2, also Teil 2 des Let's Plays mit dem viel Erz, also Customize nenne ich das jetzt mal. Also jetzt bin ich spawnen und ich habe festgestellt, der Ingame-Sound ist zu laut, deswegen werde ich den erstmal zu runterstellen, den ich besser hören kann. Dann wir kommen nicht los. Erstmal Eisen hier. Wenn wir eine Eisenspitzhacke bauen. Tag Eisenspitzhacke. Was habe ich denn hier? Karten-Lipschen. Werde ich mir erstmal noch einen Raum graben. Ich glaube, ich würde mir den hier hingraben. Also hier hin. Diamanten! Jetzt kriege ich Diamanten. Werde ich mir hier einen Raum hingraben, wo ich die Setzlinge pflanzen kann, weil mein Hunger langsam ausgeht und ich immer noch keine Nahrung habe. Wenn ich hier das alles runtergraben. So viel Diamant. Boah, weil ja riesige Mengen Diamanten war. Noch mehr Diamant. Gold. Ich habe den ersten Part dabei etwas mehr als 20 Minuten lang gelassen. Je nach dem, wie viel Lust ich habe, werde ich diesen Part auch auf 15 bis etwa 20 Minuten machen. So viel Diamanten hier. Das ist ja Wahnsinn hier. Kann ich nicht aufhören zu wollen an Erbsen. Sonst hätte ich lange mal, könnte ich noch mal ein anderes Let's Play customize machen. Und zwar da werde ich vielleicht sonst einfach nur die Diamanten erhöhen. Wow. Ich glaube, da muss ich mir Diamantenblöcke holen. So weitergeht. Dreieinhalb Hungerpunkte nur noch. Und Raum werde ich dann am Boden mit Erde aushöhlen, wenn ich hier ein Setzling hin platzieren kann. Immerhin. Erde. Na, Flecken. Aber noch geht das. Wow. So wenig Stein ist hier nur. Das ist ja. Alles hier Kohle, das ist ja Wahnsinn. Gold. Also hier ist richtig viel Erz. Aber ich werde sonst mehrere Let's Play mit Customized Welten machen. Zombie-Server. Oh, Level 22 bin ich ja jetzt schon. Soll ich hier setzen? Ich könnte dann einen Nahrungsfarm machen. Die Diamanten da unten sind erstmal nicht wichtig, weil man hier sowieso noch die Menge an Diamanten sieht. Hast du mal ein bisschen Stein? Hier sind nur noch drei Hungerpunkte, also sollte ich mal so langsam zusehen. Jetzt könnte ich ja direkt Diamantwerkzeuge machen.
wir diesen Raum immer mehr erweitern. Dürfte ja eigentlich reichen mit der Höhe. Oder sollte ich noch einen Block dann höher graben? Deshalb muss ich meinen Hunger auch mal ein bisschen auffüllen können. Eisen ist noch im Arbeiten hier. Ich glaube, ich bräuchte noch ein paar mehr Öfen. Wir müssen noch zwei weitere Öfen herstellen. Dass ich noch ein bisschen mehr brennen kann. Hier kommt das Golderz rein. Und hier, was kann ich hier denn reinpacken? Auch einfach mal ein bisschen Kohle. Jetzt könnte ich mir ja das Diamantschwert packen. Diamantwerkzeuge. Und ein Diamantschwert. In dem Sinne sind jetzt die Diamantwerkzeuge nicht mehr so wertlos. Nicht mehr so wertvoll, meine ich. Welche Tageszeit haben wir jetzt brauchen? Axt, wie war das? Hier sind noch Monster. Jetzt leuchte ich hier nochmal kurz ein bisschen auf. Da ist ein Hase, sonst ist ziemlich viel. Creeper sind hier anscheinend keine mehr. Was ist das denn hier? Ne, keine Höhle. Hier sind anscheinend keine Schweine oder Kühe oder so unterwegs. Weil die könnte ich ja jetzt gebrauchen. Da mein Hunger jetzt ja zu nahe geht. Ich habe jetzt nur noch zwei Hungerpunkte. Und ich habe ja immer noch nichts an Nahrung. Wie muss ich an Nahrung kommen? Also erstmal die Nahrungsbeschaffung. Und jetzt hier eine Eisentür herstellen. Hier ist Eisentür. Eine Eisentür herstellen. Jetzt noch nicht rein, vorne mit einem Knopf. So, Knopf. Und noch ein. Na, da kann ich nochmal kräften, aber dann nochmal eine Truhe. Und zwei Eimer. Dann komme ich mal rein und raus. Und noch mehr Diamantwerkzeug machen. Na, jetzt gehen wir die Holzdinger aus. Ist das Holz jetzt hier ausgegangen? Aber hier ist ja noch Holz. Ah, Glück gehabt im Boden hier. Unbedingt ein bisschen Holz. Hm, die Tür ist ein bisschen verbackt. Da haben sie verpackt aus, aber. Hier haben wir die Eimer. Das heißt, die haben mit Wasser gefüllt und habe eine Diamanten der Axt geholt. Oh. Der Diamanten in Axt geht das natürlich schneller, alles abzubauen. Ratzfatz hier. Weil ich unbedingt wieder Holz brauche. Ich habe jetzt nur noch 1,5 Hungerpunkte. Weil ich jetzt immer noch keine Nahrung gefunden habe, sollte mich jetzt auch nicht so weit entfernen, da ich Zombie hört man jetzt schon. Oder denn?
heute Nacht, aber ich habe immer noch kein Bett. Also ich habe jetzt. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen zusehen. Die Öfen sind, der Ofen ist hier noch am Arbeiten. Da ist das Gold schon fertig. Da ist er jetzt auch mit dem Eisen fertig. Aber ich muss jetzt mich dringend um Nahrungsbeschaffung kümmern. Ah, ich brauche noch eine Hacke, damit ich die Samen machen kann. Eine Hacke, die kann ich. Das sind jetzt auch auf Diamant machen. Diamond Hoe. Die Holzwerkzeuge, die ich noch hatte. Dazu werde ich mir jetzt hier auch noch einen Raum graben. Oder auf der Seite. Beackerte Erde hin. Ich krieg das anscheinend nicht schnell genug hin, weil hier weder noch Kühe noch Schweine am Anfang waren und ich hatte auch noch keine Äpfel erhalten, deswegen habe ich jetzt noch einen Hungerpunkt. Also dann würde man Herzen mit Schwierigkeitsgrad auf normal, dürfte das auf einem halben Herz zurückgehen. Hätte ich natürlich nur noch ein halbes Herz und es wäre schwer weiter zu leben, weil bei einem halben Herz, da ist man beim Sturz mit 4 Blöcken tot. Oh, so viel Diamant. Da muss ich hier aber was freilegen. Hier ist nicht so viel Stein. Weil hier alles voll mit Erz ist. Das dauert dann noch ein bisschen länger abzubauen. Natürlich ein kleiner Nachteil, aber riesen Vorteil ist, man mangelt nie an Erzen hier. Selbst wenn man voll mit Diamanten gepackt dann in Lava fallen würde, würde man nicht viel Verlust machen. Nur ein halber Hungerpunkt. Unterirdische Farm. Bei oberirdisch, ich habe ja noch kein Bett. Sollte noch mal ein paar Fackeln machen. Ja, nur noch eine einzige Fackel und Erde habe ich auch nicht mehr viel. Dann würde ich die Eisenspitzhacke noch mal aufbrauchen. Die Erde werde ich dann beackern. Weil ja man. Das kann doch einfach nicht so schwer sein. Also nur mit so hoch eingestellten Erden hat man trotzdem nicht einfach an Nahrung bekommen. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt werde ich langsam weniger Herzen haben. Jetzt bin ich nämlich zu hungrig und jetzt immer alle 5 Sekunden ein halbes Herz abgezogen. Zum halben Herz runter. Weil ich auf normal spiele. Eisenspitzhacke ist kaputt. Blöd, dass ich jetzt noch immer kein Essen habe. Auch noch 35 Minuten insgesamt der Spielzeit. Ein Herz nur noch.
halbes Herz. Und jetzt bleibt das beim halben Herz. Darf natürlich kein Monster mich so anschließen, weil ich sonst instant tot bin. Ich muss mal gucken, die Blöcke sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss dann noch 2 Blöcke weiter. Muss ich natürlich auch noch alles rausreißen, weil dann die ganze beackerte Erde hin soll. Damit ich überhaupt an Hunger rankommen kann. Bei hart würde ich ja sterben. Bei easy geht es auf 5 Herzen runter, bei normal auf ein halbes Herz und bei hart geht das ganz runter. Man stirbt dann. Oh, so viele Kohle. Noch mal ein paar Fackeln hier. Die Erde habe ich jetzt leider keine mehr. Mal in die Erde beschaffen auch. Aber erstmal Hauptsache muss ich das alles leer graben. Und zwar 9x9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das ja. Das ist der 8. Block. Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind das. Da gibt es fast nichts mehr. Ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich essen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch noch 3 Blöcke. Dann fackelt das Ding dann. 9x9, weil der Ackerboden ja 4x4 versorgt werden kann. Also das hier, gerade das 5 Blöcke hoch frei, kann er hier 2 Schichten auch rausmachen dadurch. Also trotz des hoch eingestellten Erzes bekommt man nicht zwangsläufig auch 100%ig an Nahrung. Bin ja eher schlecht gelegen hier. Es dauert mit diesen ganzen Erzen auch ein wenig länger, diese abzubauen. Jetzt kann ich beim Enchantment Table habe ich ja schon ordentlich zu verzaubern. Wo ich diese ganzen 27 Level benutzen kann. Da liegt noch mehr Redstone und Diamant rum. Und ich muss nochmal Erde farmen gehen. Das werde ich aber erst machen, wenn mein Hunger wieder voll ist. Also oberirdisch Erde abgraben. Weil man es eine unterirdische fast nicht hat, weil ich ja die Erdvorkommen ja unterirdisch auf fast gar nichts. So wenig wie möglich eingestellt habe. Die muss ich ja nach oberirdisch. Das macht es natürlich auch nicht das Einfachste. Also sonst muss man noch ein bisschen Erde haben, damit man auch unterirdisch vielleicht so eine Nahrungsfarm machen kann. Und ich werde mich beschließen, hier immer so 20 Minuten Parts drauf zu machen. Hier mit dieser Höhe. Das ist so viel Eisen. Dann kann ich mir nämlich auch Maschinen legen. Da ich natürlich viel mehr Gold
Da ist auch viel Gold. Redstone könnte ich dann natürlich auch gut gebrauchen, weil man das braucht man natürlich. Könnte ich mir Redstone-Schaltkreise bauen. Müsste ja eigentlich gleich diese 9x9 Fläche fertig haben, muss man warten, bis dieser Baum diese Bäume da gewachsen sind. Solange kann ich erstmal nicht oberirdisch fahren gehen, da sonst ein Monster mich direkt töten würde. Jetzt glaube ich, bin ich mit dem 9x9 Raum fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, teilt das Video und abonniert mich.